Thank you.
Nun sei Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, der unser Bruder ist und unser Herr. Amen. Ja, liebe Gemeinde, auf unserer musikalischen Reise im Rahmen der Sommerpredigtreihe machen wir uns heute einen Zwischenstopp in der wunderschönen Stadt Lübeck. Sie ist als Hauptstadt der Hanse durch den Fernhandel vor allem mit Salz reich geworden und ist eine Perle an der Trave in Norddeutschland. Der Reichtum dieser Stadt, der erhält schon im Hochmittelalter auch architektonischen Ausdruck, und so kann man heute in Lübeck wie in einigen weiteren norddeutschen Hansestädten nur staunen über die riesigen Kirchen, die hier vor Jahrhunderten erbaut worden sind. Und uns interessiert heute die Marienkirche. Da ist sie. Dickes Ding. Sie wird auch die Mutter der Backsteingotik genannt. Backsteingotik, das klingt irgendwie unsexy, ist aber gar nicht ironisch gemeint, sondern respektvoll. Denn ihren Stil haben viele andere Baumeister in nah und fern immer wieder kopiert. Das ist schon mächtig, ne? Aber die Marienkirche selbst, obwohl sie so oft kopiert wurde und obwohl in den anderen Städten, die zur Hanse gehörten, ganz ähnliche Kirchen stehen, die selbst ist doch in ihrer kunstvollen Gestaltung unerreicht geblieben. Übrigens hat sie wahrscheinlich jeder von uns schon einmal gesehen, und wenn auch nicht in echt, so doch wenigstens auf einem Marmeladenglas. Denn zum Ballungsraum Lübeck gehört auch Bad Schwartau, und der gleichnamige Marmeladenhersteller hat die Lübecker Skyline von Westen gesehen in seinem Logo drin. Und die Türme links, das sind die, die zur Marienkirche gehören. Erbaut worden ist diese eindrucksvolle Kirche im 13. bis 14. Jahrhundert, und damit steigen wir ins inhaltliche Thema ein. Sie wurde nämlich nicht erbaut von der Kurie, sondern vom Rat der Stadt Lübeck. Der Ansporn für diese enorme Bauleistung, die unendlich viel gekostet haben muss, der Ansporn dafür lag in der erbitterten Auseinandersetzung mit dem Bistum Lübeck begründet. Man wollte nämlich als Symbol des Freiheitswillens der Fernkaufleute und der weltlichen Macht, der 1226 wurde die Stadt reichsfrei, und man wollte als Rat der Stadt ein Symbol schaffen, gegenüber dem Dom, der von Heinrich dem Löwen gestiftet worden war. Man wollte also eine sozusagen weltliche Kirche bauen, die in Größe uneinholbar sein würde. Und das ist zweifellos gelungen. Also der Dom nimmt sich winzig klein aus gegen die Marienkirche. Und so nahm die Verquickung von geistlichen und weltlichen Interessen ihren Lauf. Im Laufe dieser Zeit, Stiftungen des Rates, der Gilden und von Familien und Einzelpersonen, wurde die Marienkirche über Jahrhunderte hinweg reich ausgestattet und besaß am Ende des Mittelalters 38 Altäre. Wenn man sich mal bei Wikipedia anguckt, was alles zum Kirchenschatz da in Lübeck dazugehört, dann fängt man wirklich an zu staunen. Das müssen sehr reiche Menschen gewesen sein, und sie hatten sehr viel Zeit, um da sehr wertvolle Dinge hinzupflanzen. Innen drin, das ist jetzt natürlich nur ein sehr mangelhafter Ausdruck, der uns kaum eine Ahnung davon gibt, wie riesig, wie groß, wie erhaben diese Kirche wirklich ist. Aber Sie ahnen, es ist schon imposant. Die Reformation wurde durch den Rat der Stadt schon 1531 eingeführt, seitdem ist St. Marien evangelisch. Und auch die Kirchenmusik war schon sehr früh präsent und wichtig. Denn schon im 14. Jahrhundert gab es in St. Marien eine Orgel, wo es keineswegs selbstverständlich ist. Man denkt ja heutzutage, die Orgel ist so das Kircheninstrument. Die gab es schon immer und überall, wo es Kirchen gab. Ist aber gar nicht so. Und im 14. Jahrhundert, da war St. Marien sehr früh dran. Und zwar nicht nur mit irgendeiner Orgel, sondern für diesen beeindruckenden Kirchraum hatten sie auch eine wirklich sagenumwobene Großorgel mit 32 Registern. Herr Hofmann, wie viel haben wir eigentlich hier? 38! Wir haben St. Marien getroffen! Na gut, aber vor 600 Jahren hatten die schon 32 Register. Das ist wirklich ein Ding. Diese große Orgel an der Westwand ist bereits 1518 nochmal ausgebaut worden und dann über die Zeit immer weiter. Sie war dann bald die erste und einzige gotische Orgelfassade mit einem 32-Fuß-Prinzipal. Also je nach Schuhgröße können Sie mal zu Hause nachmessen, 32 Fuß.
da kommt man tatsächlich auf 11 Meter. So groß ist die größte Pfeife gewesen, die tiefstklingende Pfeife, die größte überhaupt in der damaligen abendländischen Welt. Und wie gesagt, über die Jahrhunderte ist diese große Orgel immer wieder umgebaut und erweitert worden. Hier sieht man sie und ahnt schon die äußeren Pfeifen. Das sind wirklich ganz dicke und tiefe Brummer. Wenn wir heute diese große Orgel an der Westwand angucken, dann ist das leider nicht die von vor 500, 600 Jahren, denn das Original ist in der Nacht zu Palmsonntag 1942 bei den Bombenangriffen auf Lübeck leider verbrannt. Die musikalische Tradition in St. Marien, die haben vor allem zwei Organisten geprägt im 17. Jahrhundert. Das waren Franz Tuber und sein Nachfolger und Schwiegersohn Dietrich Buxtehude. Der hat von 1668 bis 1707 in St. Marien gewirkt, also eine echt lange Zeit. Hier sieht man ein Bild mit einer kammermusikalischen Szene. Und Dietrich Buxtehude, das ist wahrscheinlich der links im Vordergrund, der die Gambe spielt. Hier ist er noch mal groß. Und das ist wahrscheinlich das einzige Bild, das wir von Dietrich Buxtehude haben, wo man einigermaßen sicher sein kann, dass er es ist und dass er auch tatsächlich so ausgesehen hat. Dietrich Buxtehude wurde nach seinem Tod 1707 in der Kirche bestattet, aber auch das Grab, das ist zerstört worden in der Bombennacht 42, sodass heute nur noch eine Gedenkplatte an ihn erinnert. Und da, wo das Grab früher gewesen ist, da stellt man heute einen kleinen Blumenstrauß hin, wo sich es früher befand. So, jetzt sind wir also dran bei Buxtehude. Dass der Kerl so bekannt ist, das liegt zum einen daran, dass er die norddeutsche Orgeltradition stark geprägt hat und sich musikalisch vor allem durch intensives Pedalspiel hervorgetan hat. Wenn Sie hier mal gucken in der jeweils unteren Zeile eines Systems, die dort dann unten abgebildeten Noten, da ist schon ordentlich Bewegung in den Füßen. Da kann man auch an einem kälteren Tag als heute, am kälteren Sommer, ordentlich ins Schwitzen kommen. Mehr aber noch dadurch hat sich Buxtehude einen Namen gemacht, dass er wie sein Schwiegervater vor ihm die Lübecker Abendmusiken veranstaltet hat. Die Lübecker Abendmusiken, das sind musikgeschichtlich, ist das erste Mal, dass Orgelkonzerte oder Kirchenkonzerte vom Gottesdienst losgelöst veranstaltet wurden. Vorher war, wenn Orgelkonzerte in Kirchenmusik erklang, war das immer eine gottesdienstliche Veranstaltung und auf einmal wurde es aus dem gottesdienstlichen Kontext rausgelöst und sozusagen in einen weltlichen Kontext hineingebracht. Da geht es dann nämlich gleich weiter mit der Verquickung von kirchlichem oder von geistlichem und weltlichem. Diese Abendmusiken, die hatten eine feste Form als Folge von 5 Konzerten zum Ausklang eines jeden Jahres. So ein bisschen wie unsere Orgelandachten im Advent, stelle ich mir das jedenfalls vor. Und Bach, Johann Sebastian Bach, der wusste das. So wie alle Leute, die sich mit Kirchenmusik damals auseinandergesetzt haben. Er war erst 20 und war als Organist im thüringischen Arnstedt angestellt. Aber er wusste, wenn ich noch was lernen will, dann bei Buxtehude, denn das war seinerzeit der größte aller Organisten. Und deswegen hat Bach, unser Johann Sebastian Bach, sich 4 Wochen Bildungsurlaub genehmigen lassen, um nach Lübeck reisen zu können. Er hat sich wahrscheinlich auch Chancen ausgerechnet, den fast schon 70-jährigen Buxtehude auf seiner Organistenstelle in Lübeck zu erben. Und erstaunlich ist, dass Bach nicht nur den langen Fußmarsch auf sich nahm, 465 Kilometer per Pedis, sondern dann auch so fasziniert von Buxtehude war, dass er letztlich fast 4 Monate lang weggeblieben ist, obwohl er ja nur 4 Wochen Bildungsurlaub hatte. Er hat damals einen riesigen Ärger bekommen zu Hause in Arnstadt. Das wusste auch schon vorher, dass das böse ausgeht, aber das hat er in Kauf genommen. Und heute macht es richtig Spaß, die Verhörprotokolle zu lesen, die in Arnstadt noch erhalten sind, wo sich dann der junge Bach verantworten muss, warum er so lange weg gewesen sei. Dieser Besuch Bach bei Buxtehude, der ist übrigens auch in St. Marien auf einer Plakette verewigt. Der Grund, warum es dann mit Bachs Anstellung als Buxtehudes Nachfolger in Lübeck nicht geklappt hat, der liegt auch in der Verquickung von Geistlichem und Weltlichem. Denn geistlich, das waren die beiden. Also von Bach wissen wir das sehr, sehr genau. Er wird ja auch oft als der 5. Evangelist bezeichnet, weil er seine Werke eben als ein
Evangelium verstanden hat, von der Liebe Gottes zu erzählen. Das wird bei Buxtehude ganz ähnlich gewesen sein. Bach hat über seine Partituren immer JJ geschrieben, also nicht JJ, sondern eher für Jesus Juve, lateinisch für Jesus Hilf. Das war so ein frommer Mann, der wusste, wenn mir was gelingen soll, trotz all meiner Fähigkeiten und Talente, ohne Gottes Segen wird das alles nichts. Und wenn dann eine Partitur fertig war, hat er drunter geschrieben, SDG, Soli Deo Gloria, also allein Gott die Ehre. Buxtehude wird nicht weniger fromm gewesen sein und seine Musik als einen Dienst an der frohen Botschaft verstanden haben, aber das hielt ihn nicht davon ab, die Nachfolge auf seiner Stelle an die Heirat seiner Tochter Margarete als Bedingung zu knüpfen. Man stelle sich das vor, wer der nächste Bundeskanzler werden will, der muss... Ach nee, Angela Merkel hat keine Kinder. Glück gehabt. Also, Buxtehude hatte 4 Töchter und eine war übrig geblieben und verheiratet. Sie war auch schon 10 Jahre älter als Bach, der mit 20 da hochgepilgert ist. Und das hat sie mal ein bisschen schwer gemacht, muss man sagen, diese Stelle dann doch ins Auge zu nehmen. Vielleicht war das auch die Physiognomie der Margarete Buxtehude. Wir wissen es heute nicht. Bach lehnte ab, obwohl die Stelle an sich extrem attraktiv war. Attraktiver vermutlich als Margarete. Und er lehnte wahrscheinlich auch deswegen ab, weil er zu der Zeit schon romantisch verbunden war mit Maria Barbara Bach, seiner Cousine zweiten Grades, die er dann 2 Jahre später tatsächlich geheiratet hat. Also, Geistliches und Weltliches gingen in dieser Zeit Hand in Hand. Und das hat ja manchmal ganz wunderbare Folgen. So wird berichtet, dass die Ratsmitglieder der Stadt Lübeck vor ihren Sitzungen immer in die Marienkirche kamen und einem kurzen geistlichen Konzert, insbesondere eben von Buxtehude, gelauscht haben, ehe sie dann in das nebenstehende Haus des Rates gegangen sind, um dort das Geschäftliche zu besprechen. Das ist eigentlich eine faszinierende und ganz schöne Verquickung beider Sphären, auch wenn es für heutige Zeiten undenkbar ist. Es ist ja noch nicht lange her, da fand der große EU-Gipfel statt, auf dem über die Verteilung von unfassbaren 750 Milliarden Euro debattiert wurde. Eine gigantische Summe und eine gigantische Aufgabe für die Regierungschefs, bei der man schon mal demütig werden könnte. Aber da ist ganz selbstverständlich am Sonntagvormittag auch weiter gearbeitet worden. Da wurde keineswegs zwischenzeitlich mal für einen Gottesdienst unterbrochen, geschweige denn vorher oder nachher eine kurze Andacht gefeiert. Dabei ist es in früheren Zeiten nicht nur ganz normal gewesen, sondern offenbar auch biblisch geboten. Oder wie sonst ist die Passage aus der Bergpredigt zu verstehen, in der Jesus, wir haben es vorhin als Schriftlesung gehört, davon spricht, dass wir das Salz der Erde sind. Muss damit nicht gemeint sein, dass wir als Christinnen und Christen die Gesellschaft durchdringen und prägen, so wie Buxtehude es beim Lübecker Rat mit seinen Musiken getan hat? So wie es einen Gottesdienst auf dem EU-Gipfel tun könnte? Oder muss man davor geradezu Angst haben? Muss man Angst haben, weil die vollkommene Durchdringung der beiden Sphären von Glaube und Macht ja teilweise auch ganz furchtbare Früchte getrieben hat in unserer Geschichte? Es hat in der Regel weder der einen noch der anderen Seite gut getan, wenn ein Glaube zur Staatsreligion ernannt wurde. Stattdessen sind Regime entstanden, in denen die Pflege eines spirituellen Erbes und der krampfhafte Erhalt von Macht nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren und beide Seiten korrumpiert worden sind. Und das gilt übrigens für alle Religionen. Die christliche, die muslimische, alle anderen sind genau gleich mit gemeint. In unserer Geschichte des Christentums kommen da schnell die Simonie der Fürstbischöfe in den Sinn, Käuflichkeit des Papstamtes im Mittelalter, die Kreuzzüge und viele andere schreckliche Auswüchse. In unserer Gegenwart vielleicht eher das Regime im Iran, das Glaube und Macht in einer Weise verquickt, die den einen zerstört und die andere delegitimiert. Und doch bleibt es der Anspruch Jesu. Ihr seid das Salz der Welt. Das muss doch so gemeint sein, dass sich das eine und das andere durchdringt. Denn so funktioniert Salz nun mal. Wir benutzen es, um Speisen zu würzen. Und das Salz löst sich auf und ist untrennbar mit dem verbunden, was da gewürzt werden sollte. Um diesen Widerspruch, der sich aus dem Blick in die Geschichte der oftmals ja unseligsten Verquickungen von Glauben und Macht ergeben hat, um den Widerspruch aufzulösen, lassen Sie uns genauer auf das Bild schauen und fragen, was ist eigentlich Salz?
Hat jemand von Ihnen zufällig Chemie studiert? Ehrlich? Ja, tatsächlich. Also, was wäre denn eure Antwort? Was ist Salz in chemischer Hinsicht? Salz ist allgemein der Begriff für ganz viele chemische Verbindungen. Nur das Salz ist Natriumchlorid-Kochsalz. Das ist Kochsalz, aber was für eine Art von Verbindung ist es, die dann Salz genannt wird? Das ist ja ein Sammelbegriff, wie du gesagt hast. Was muss verbunden werden? Genau, die Ionen. Also ich habe mal gelernt, ich hoffe es stimmt, Metall und Nichtmetall. Wenn die beiden verbunden werden, dann kommt immer ein Salz raus. Und chemisch ist das eben so, dass die beiden Elemente nicht zu einem Molekül zusammen verbunden werden, wie zum Beispiel bei Wasser H2O, das ist dann ein komplettes stabiles Molekül, sondern bei Metall und Nichtmetall kommt eine Ionenverbindung zustande. Also ein Elektron wandert von einem Element zum anderen Atom rüber und dadurch die positive und negative Ladung. Ihr guckt so kritisch, stimmt das etwa nicht? Doch, aber bei Wasser ist es genau. Ach, Kellner, okay, wir müssen nachher reden. Auf jeden Fall. Eine Ionenverbindung, die ganz, ganz stark ist und trotzdem bleiben die Elemente sich selbst sozusagen. Es ist die Verbindung zweier Welten, Metall und Nichtmetall, die zusammenwachsen und aneinander gekettet sind und beieinander bleiben. Zwei Elemente, die trotzdem klar unterscheidbar sind und gleichzeitig unfassbar eng aufeinander bezogen. Ich behaupte, Jesus als Mensch, der hatte von Ionenverbindungen noch nicht so viel Ahnung, aber vielleicht ist das ja trotzdem ein Hinweis, dass auch Geistliches und Weltliches aufeinander bezogen werden sollen, sich aber immer voneinander unterscheiden können müssen. Durch den Charakter des Salzes als Ionenverbindung, wie gesagt, meine Grundkurskenntnisse aus dem Chemieunterricht von damals, durch diesen Charakter als Ionenverbindung wird der Stoff elementar für alles Leben. Viele Prozesse in einfachsten Zellen würden ohne Salz nicht funktionieren. Und so ist vielleicht auch die geistliche Dimension bei weltlichen Entscheidungen lebensnotwendig, ohne dass das eine mit dem anderen verwechselt werden darf. Und schließlich, Salz ist immer ein Diener. Sonst ist es giftig und ungenießbar. Das merkt man spätestens beim Brötchenbacken. Fehlt im Teig die entscheidende Prise Salz, so werden die Brötchen fad und unangenehm zu essen. Richtige Menge macht sie zu einem Hochgenuss, würde das Salz aber im Mittelpunkt stehen, dann wäre das für die Brötchen fatal. Und so ist es wohl auch mit dem Glauben. Die geistliche Dimension braucht es als Begleiterin, als Dienerin für weltliche Entscheidungen, aber das eine darf nicht mit dem anderen verwechselt werden oder es ersetzen. Denn da fängt geistlicher Missbrauch an, wo man versucht, mit einer geistlichen Aussage ein weltliches Interesse, einen weltlichen Machtanspruch durchzusetzen. Nein, der Glaube ist in der Gesellschaft immer die Dienerin. Und wie gut, dass wir als Christuskirchengemeinde gesagt haben, wir wollen in der Gesellschaft mittendrin sein, ihr Würze und Pfiff geben und den Menschen auf diese Weise dienen. Und dass Geistliches und Weltliches so aufeinander bezogen sein können, ohne dass man das eine mit dem anderen verwechselt. Ich bin mir übrigens sicher, das tut auch uns persönlich gut, sachliche Entscheidungen in unserem Leben immer zu würzen mit einer Prise Gottvertrauen und der Gewissheit, dass wir auch in Krisen nicht tiefer fallen können als in seine Hand. Das gibt dem Leben einen guten Geschmack. Ein Gebet vor oder nach einer wichtigen Sitzung kann dann ebenso sinnvoll sein, wie eine geistliche Musik zur Besinnung, ehe es an die Arbeit geht. Und auf diese Weise wird aus dem Anspruch Jesu schnell ein wohltuender Zuspruch. Ihr seid das Salz der Erde. So heißt es ja und eben nicht, ihr müsst was schaffen, ihr müsst ordentlich ackern und buckeln und was leisten und darstellen, sondern Gott gibt unserem Leben durch seine Gegenwart einen Dreh, der automatisch dazu führt, dass wir der Gesellschaft dienen, dass wir in ihr eine vitale Funktion übernehmen, ohne dass Geistliches und Weltliches miteinander verwechseln können. Bach hat damals die Stelle in Lübeck nicht antreten wollen, weil er eben die 10 Jahre ältere Margareta Buxtehude nicht heiraten wollte. Diese weltliche Bedingung, die mit der in seinem Verständnis geistlichen Stelle verknüpft war, diese Verquickung ist ihm zu hart gewesen. Er ist wenig später der gut bezahlte Organist in Mühlhausen geworden, wo man seine Dienste besser zu schätzen wusste als in Arnstadt. Aber auch
ohne dass ihm davon ihre Vorgaben gemacht wurden. Und auch die arme Margarete hat am Ende noch einen Mann bekommen, nämlich den Assistenten und Schüler ihres Vaters an der Marienkirche, also Buxtehudes Schüler Johann Christian Schieferdecker. Der wurde der Nachfolger des Meisters, als der 1707 starb. Und um das Amt in der Nachfolge antreten zu können, blieb die Bedingung, du musst Margarete heiraten. Aber Schieferdecker hat das auf sich genommen. Wer heute Organist in St. Marien werden will, der muss sich familiär nicht verbiegen. Wenn er oder sie das weltliche Amt des Musikanten aber wie Bach und Buxtehude auch geistlich versteht, womit Gott vertrauen würzt und durch seine Arbeit zur Ehre Gottes den Menschen dient, dann gibt das seinem Leben und allen in Lübeck und darüber hinaus mit Sicherheit einen guten Geschmack. Nun bewahre uns der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, in Christus Jesus. Amen. Wir hören nun aus der Feder Dietrich Buxtehudes eine Choralbearbeitung von Nun lob mein Seel den Herrn. Im Gesangbuch wäre das die Nummer 289.